yeah, Elektroschrott. Liebe Freunde des Elektroschrotts, heute mache ich was, worauf wir alle gewartet haben, nämlich die Einweihung des Minilabors. Yay, es wird geätzt. Jetzt ist es so, dass ich wie ein ordentlicher Zwangsneurotiker mich natürlich vor dem Ankauf der ganzen Materialien erstmal wochenlang informiert habe, was man da alles machen muss und wie das funktioniert und überhaupt. Und bei der Informationssuche kam der Begriff der Belichtungsmessreihe auch auf. So, eine solche Belichtungsreihe funktioniert folgendermaßen. Da nimmt man so einen Ausdruck hier wie den hier. Zeigt das mal. Und der enthält hier so mehrere Abschnitte und darauf feine Striche in unterschiedlichen Stärken. Und den belichtet man auf seine Platine. Und was man macht, ist, dass man diese unterschiedlichen Zeiten, also was steht 20, 40, 60, 90 bis 600, das sind letztendlich Sekundenabschnitte, so lange belichtet man. Das heißt, was ich mache, ist, dass ich mir gleich Platinen schnappen werde, das werdet ihr gleich sehen. Und bei diesen Platinen werde ich die Schutzfolie, die da drauf ist, um das Licht zurückzuhalten, so einritzen, wie hier diese zeitlichen Abstände von der Vorlage sind. Dann schmeiße ich das Ding auf den Belichter, diese Vorlage hier. Dann kommt die Platine drauf und als erstes mache ich hier diesen Abschnitt, wo 600 steht. Dieses erste Stück von der Folie, von der Schutzfolie reiße ich ab. Dann belichte ich das Ganze für 50 Sekunden. Ja. Dann kommt das hier, wo 550 steht. Das reiße ich ab. Dann belichte ich das Ganze nochmal für 50 Sekunden. Zu dem Zeitpunkt hat der erste hier 100, der zweite hatte, der erste hat 100, der zweite hat 50. Dann nochmal für 450 Sekunden und so weiter bis runter bei 20, dass ich dann am Ende hier nochmal 20 Sekunden belichte und dann kommt alles zusammen. So. Oder so ähnlich. Ich muss das gleich nochmal durchrechnen. Irgendwie kommt mir das Spanisch vor, was ich gerade erzählt habe. Das Prinzip ist so, immer Teile abziehen, unterschiedlich lange belichten. Ja, passt. So. Wenn man das gemacht hat, dann entwickelt man die Platine und ätzt sie und dann sieht man, bei welchem von diesen Zeitabschnitten das Ergebnis vernünftig wird und damit weiß man, wie lange man belichten muss. Das ist pro verwendetem Platinenmaterial und Entwicklerkonzentration und lauter so ein Zeug ein bisschen unterschiedlich. Deswegen muss man, also wenn man ein neues Belichtungsgerät oder neue Platinen oder sowas verwendet, so eine Belichtungsreihe machen, damit man einfach weiß, wie lange man belichten muss. Ja, ich habe hier zwei davon gemacht. Und zwar die eine habe ich einfach mit dem Laserdrucker auf Klarsichtfolie gedruckt. Also das ist so Overhead-Projektorfolie für Laserdrucker. Die andere habe ich zweimal ausgedruckt und die beiden Ausdrucke übereinander geklebt. Es wird nämlich oft gesagt, das muss man machen, damit man eine vernünftige Deckung kriegt. Der Laserdruck ist sonst nicht deckstark genug etc. pp. Ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist. Ich habe mir gesagt, ich probiere es einfach mal aus. Weil eine Sache ist ganz klar, dieses mit dem Laser doppelt machen und dann aufeinander kleben, ist eine unglaubliche Frickelei. Man kriegt es einfach nicht genau hin. Also hier auf der rechten Seite ist es nicht vollständig deckungsgleich, deswegen werde ich hier drüben auch eher Genauigkeitsverluste durch meine Kleberei haben als durch die Belichtung. Und das ist totaler Dreck. Also wenn es irgendwie möglich wäre, wäre es mir sehr viel lieber, wenn es mit der einfachen Belichtung klappen würde. Werden wir sehen. Ja. Als Platinen habe ich hier so Bungard-Platinen, die sind wohl relativ Standard. Da habe ich mir heute, gibt es mehrere Varianten davon, das hier sind sogenannte FR2, das ist irgendwie so Hartpapier, während die FR4 Epoxy sind. Hintergrund, warum ich mir heute die FR2 besorgt habe, ist erstens, sie sind billiger und wenn ich sie sowieso für so einen Kack verbrauche, dann nehme ich natürlich die billigen. Und zweitens, sie lassen sich leichter brechen. Ich habe also das hier ist so eine 75x100mm Platine. Damit kann ich wunderbar genau diese zwei Dinger machen und die habe ich also in der Mitte mit der Ritzbrechtechnik auseinandergebrochen. Gut, was ich jetzt als nächstes mache ist, ich schneide jetzt diese 0,5 cm Abstände hier in die Schutzfolie von den Platinen ein, damit ich das hinterher vernünftig abziehen kann und schneide auch diese Teile noch zurecht. Das zeige ich jetzt aber nicht auf der Kamera aus einem ganz einfachen Grund. Ich möchte das Arbeiten mit den Platinenschutzfolien ohne die Halogenspots hier oben machen, weil ich nicht weiß, wie viel UV-Licht da rauskommt, wie viel da durch das Basismaterial durchgeht. Und ich will mir nicht durch filmisch bedingte Verzögerungen jetzt irgendwie da das Experiment versauen. Als erstes rühre ich jetzt die Ätzchemie an, damit die fertig ist, wenn wir nachher tatsächlich ätzen wollen.
Anfangen tue ich dabei mit meinem Entwickler. Das ist hier Natriumhydroxid. Und von dem Natriumhydroxid brauche ich 10 Gramm auf 1 Liter Wasser. Ich habe hier in der Weitheitsflasche 1 Liter destilliertes Wasser drin. Destilliertes Wasser deshalb, weil unser Wasser hier verdammt hart ist. Und das ist ziemlich nervig bei solchen Sachen, wegen der Verunreinigung. Und deswegen habe ich da einfach mal destilliertes genommen. Beim Natriumhydroxid muss man ein bisschen aufpassen, dass man den Behälter danach wieder vernünftig zumacht. Das blöde Zeug hat nämlich die Eigenschaft, dass es mächtig gut Wasser zieht. Und dann hat man irgendwann einen weißen Klumpen, mit dem man nicht mehr viel anfangen kann. Das ist nicht so hilfreich. Jetzt habe ich hier tatsächlich schon zu viel. Ja. Zum Dosieren kann ich sehr empfehlen, das Werkzeug, das ich da jetzt gerade verwendet habe. Das ist ein Eierlöffel der Firma Fackelmann, zu bekommen in der Haushaltsabteilung jedes handelsüblichen Baumarkts. Hat den großen Vorteil, die Dinger sind aus PE. Und PE, aka Polyethylen, ist eine Substanz, die gegen die allermeisten Säuren und Laugen ziemlich gut und unempfindlich ist. Das Zeug geben wir jetzt hier ins Wasser rein. Und zwar nicht mit übertriebener Geschwindigkeit. Warum? Ja, die Reaktion von Natriumhydroxid und Wasser zu Natronlauge ist eine exotherme Reaktion, sprich das Zeug wird mächtig warm. Und wenn man alles auf einmal reinkippt, dann geht man tatsächlich das Risiko ein, dass es an einzelnen Stellen möglicherweise zu warm wird. Aus dem Grund vorsichtig, bisschen Zeit lassen. Und was man nie machen darf, nie, never fucking ever, nie das Wasser ins Natriumhydroxid kippen, immer das Pulver ins Wasser. Weil auf die Weise hat man das ganze Wasser drumherum als Kühlung. Während wenn man nur tröpfchenweise Wasser hier reingeben würde, dann würde das Zeug ganz schön explosiv, ganz schön warm werden. Und dann wünscht ihr euch, ihr hättet auf jeden Fall eine Schutzbrille angezogen. Chemie 101. Wie ihr auch seht, ich benutze hier Handschuhe. Das würde ich jedem empfehlen, der mit aggressiven Säuren und Laugen rummacht. Das ist einfach, ich sag mal, gesunder Menschenverstand. So. Mein Natriumhydroxid ist komplett hier drin, in dem Teil. Das mache ich gut zu. Gebe ein bisschen Bewegung dran. Das können wir nachher verwenden. Angerührte Natronlauge, ja, immer verschlossen stehen lassen. Mit Kohlendioxid drin zersetzt sich das Zeug nämlich im 0,nix. Das heißt, wenn ihr das umweltfreundlich entsorgen wollt, dann nehmt ihr im Grunde genommen einfach nur eine Schale mit dem Entwickler, lasst es eine Stunde lang stehen und kippt es weg, weil es ist sowieso nur noch Soda und Wasser. Hier hinten in der Ätzanlage, ich schaue gerade mal auf dem Video, ob ihr das sehen könnt, ja könnt ihr, in der Ätzanlage befinden sich ungefähr 1,5 Liter destilliertes Wasser. Und jetzt schaue ich doch mal hier in der Anleitung von dem Ding, wie genau wir jetzt weiter vorgehen, weil ich will da nichts verkehrt machen beim ersten Versuch. Bla bla bla. Bevor man Ätzsulfat einfüllt, muss man erstmal alles spannungslos schalten. Spannungslos, check. Dann Küvetten mit Brauchwasser befüllen, sollte 2 bis 3 mm oberhalb der Markierung des Haltstabs liegen. Check, tut es. Natriumpersulfat langsam in Wasser auflösen, Bedarf 200 bis 250 Gramm pro Liter. Okay, ich habe jetzt hier ungefähr 1,5 Liter drin. Das hier sind 400 Gramm, also sagen wir mal 1,5 Liter mal 200 Gramm wären 300, mal 250 sind 325. Ja. Wir haben ja eine Waage da. Ja, 335 Gramm habe ich jetzt. Dann gebe ich das da jetzt erstmal rein. Vorsichtig. Ah, das ist hier nicht optimal. Manchmal muss man es halt umständlich machen. Das wird nächstes Mal weniger unbeholfen aussehen. Ich habe mir nämlich bereits Trichter bestellt, sind nur noch nicht da. Ich schmeiße einfach mal die Pumpe an, denn es heißt, durch Einblasen von Luft wird die Lösung beschleunigt. Ja. Gut, dann lassen wir Luft an. Die beiden Schalen hier machen wir so auf. Die rechte von den beiden Schalen hier ist einfach mit Wasser gefüllt. Das benutze ich dann, um die Platinen abzuspülen. Und die Natronlauge wird auch langsam. Ja, ist spürbar warm. Also
Nicht heiß, nicht gefährlich, aber warm. Ihr werdet jetzt Zeugen des Belichtungsvorgangs. Wie folgt. Ich habe hier in meinem Belichter die Vorlagen schon eingelegt. Da steht sie hier nicht fest genug. Dieser Belichter macht das eigentlich ganz schick. Der hat so, ja, das kann ich so zeigen. Der hat hier so Metallrahmenteile. Und in die kann man die Folien, die Vorlagen einspannen. Das reicht immer noch nicht aus. Da muss ein bisschen Tesafilm bei. Die Folien kann man da sehr schön einspannen. Und wenn man sie so liegen hat, dass man genau die Platinen anlegen kann, so wie man sie haben will, dann fixiert man die mit einem Stück Tesafilm oder Malerquett oder sowas, damit die Folien nicht verrutschen können. Und jetzt sieht man hier wunderbar, ist die Vorlage drin. Und ich kann meine Platine da genauso einlegen, dass sie drauf passt, wo ich sie haben will. Platinen liegen richtig an. Klar, was ich jetzt mache, ich hatte es vorhin schon beschrieben, von jedem den ersten Streifen abpuppeln. Nach dem Abpuppeln natürlich schnell einlegen. Man will es ja nicht belichten. Dann mache ich hier zu. Dann habe ich hier vorne so einen Timer, wo ich einstellen kann, wie lange belichten soll. Und das ist für meine erste Charge, sind das 50 Sekunden. Habe ich schon eingestellt. Dann drücke ich auf den Knopf und jetzt läuft das. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant, das mache ich jetzt 10 Minuten lang. Da klemme ich euch ab, bis ich ans Entwickeln gehe. Bei 45 Grad sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, jetzt ist es fertig, wir können den Regler runterregeln. Das braucht allerdings ja auch noch ein bisschen Auflösungsarbeit. So, die Belichtung der Platinen ist fertig. Die Persulfatsäure Kram da ist leider immer noch nicht völlig in Gang. Aber ich tue jetzt schon mal etwas von dem Entwickler hier rein. Natronlauge, yeah. Mit dem Zeug darf man durch ein bisschen aufpassen, das ist relativ unangenehm. Ja. Und da kommen jetzt zwei Platinen rein. Nummer 1, Nummer 2. So, ihr habt jetzt gerade nicht gesehen, wie ich sie fertig entwickelt habe. Ich habe es geschafft, es auch total zu verbauen. Ich habe offensichtlich viel zu wenig von meinem Natriumhydroxid in der Natronlauge gehabt. Dann hatte ich die brillante Idee, noch mal ein bisschen was nachzuwerfen, ein paar Körnchen, und habe dabei natürlich nicht bedacht, dass wenn man da einzelne Körner drin hat, die dann auf die Platinen kommen, die in der Suppe sind, dass das dann richtig Löcher in den Lack schmeißt. Ist mir aber nur bei einer Platine so richtig schlimm passiert und ich denke, man wird vernünftig sehen können, wie es geklappt hat oder auch nicht. Ich habe jetzt hier diesen Halter, der hat unten so zwei Schrauben, damit kann man die Breite einstellen. Und in den spannt man sich die Platinen ein, so ungefähr. Eine, zwei. Und wenn man das gemacht hat, nimmt man den und tunkt ihn in die Suppe. Die ist nämlich jetzt fertig. Eins, zwei, Ätzerei. Meine ersten Platinen werden geätzt. Schauen wir uns natürlich näher an. Ich denke, wenn ich mir die obere Platine so anschaue, dann ist das der Moment, wo wir es einen Tag schreien können. Das sind meine fertigen Platinen. Die sind wirklich ziemlich schön geworden. Boah, hier ist jetzt gerade nicht genug Licht, um es wirklich zu würdigen, aber sie sehen wirklich gut aus. Und was ich mit denen jetzt machen werde, ist, dass ich ein wenig Aceton nehme,
um den restlichen Fotolack abzuspülen. Zu dem Zweck verwendet man einfach ein handelsübliches Papiertuch. Also ich sage mal, ich habe eindeutig ein Favoritenverfahren hier. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass ein Arbeitsplatz beim Arbeiten mit Chemie, das muss eine Sache sein wie der Veranstaltungsort bei einer Demo der Friedensbewegung, hinterher sauberer als vorher. Also, so muss das aussehen. Hinterher sauber aufgeräumt, alles trocken, alles sauber, keine Säurereste, nichts in der Küvette. Hier, das Ätzzeug ist schön sauber weggepackt mit der berüchtigten Flasche mit dem Loch. Alles wunderbar. So, und jetzt schauen wir uns die Platinen an. Tada, es ist Zeit für Ergebnisse. Also, fangen wir erstmal mit diesem hier an. Also, das hier, da bitte ich hier bitte die Löcher zu entschuldigen. Das lag daran, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich beim Entwickler so ein bisschen Mist gebaut habe. Aber ich finde, man sieht auch ansonsten, dass die Leiterbahnen nicht wirklich sehr sauber geworden sind, hier so im unteren Bereich sind. Nicht sehr kantenscharf. Ich weiß nicht, ob man das hier auf der Kamera gut sehen kann. Ich bin da jedenfalls nicht so restlos begeistert. Das ist nicht schlecht geworden, aber ja, geht so. Das andere Probeplättchen ist das hier. Und da sind die Linien deutlich schärfer geworden. Das sieht man hier also bis runter in den 150 Sekunden Belichtungsbereich. Da unten die 10 mm Linien, die sehen bombastisch aus. Also die ist wirklich gut geworden. Und das hier, das ist die mit dem einlagigen Foliending. Also nochmal im direkten Vergleich. Oben zwei aufeinander geklebte Lagenfolie mit Laserdruck drauf, unten eine. Das ist für mich ziemlich eindeutig, dass sich die irrsinnige Mühe, die Folien halbwegs genau übereinander zu kleben, eigentlich nicht wirklich lohnt. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch ein Goodie hätte. Tada! Ich bin ja schließlich so ein... ich kann nicht gut warten. Ich habe also gleich mal, weil ich schon mal alles anhatte, eine Fatlight-Platine gemacht und man sieht die Probleme und die guten Sachen je nach Lichteinfall. Also hier sieht man, dass die Groundplane ja ziemlich strukturiert ist und zwar genau in der Struktur, wie das mit dem Laser ist. Aber das ist, und das sieht man jetzt, wenn man es so sieht, nicht so, dass da Löcher drin wären, sondern das ist mehr so eine Art Relief. Also es ist schon eine geschlossene Decke da. Und was ich mal kurz zeigen kann, mal gucken, wie ich das so hinkriege, dass es passt. Wenn ich mal kurz den Widerstand zwischen zwei weit voneinander entfernten Ecken der Groundplane messe, also zum Beispiel von hier nach hier, das ist okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ein Leitfähigkeitsproblem hätte. Ansonsten, was hier auffällt, sehr deutlich, also das hier, das kommt von dem Platinenhalter, von dem Reichelt-Ätzgerät. Da muss ich nochmal schauen, da habe ich wahrscheinlich einfach diese Spannteile zu nah aneinander gemacht. Da muss ich ein bisschen mehr Luft lassen, dass da die Ätzflüssigkeit besser reinkommt. Ist jetzt bei der Platine egal, das ist sowieso nur Groundplane da hinten. Ja, was soll ich sagen? Ansonsten, also die Leiterbahnen selbst, ich tue das mal näher ran, sodass man das besser sieht, sind eigentlich bombastisch geil geworden, auch so diese ganz feinen Thermal-Dinger da, diese Thermal-Bridges an den Löchern in der Groundplane. Hier ist tatsächlich mal ein Loch, da ist Dreck drauf gekommen. Also ich habe es mir hinterher nochmal angeschaut, da war einfach auf der Folie Dreck. Auch nicht schlecht. Aber ja, ich bin zufrieden. Die Fatlight-Platine hier, die bohre ich allerdings erst nächste Woche. Das liegt daran, ich habe nämlich am Freitag Geburtstag. Und ich habe mir zum Geburtstag einen Bohrständer gewünscht. Und entweder kriege ich den, oder wenn ich ihn nicht kriege, kaufe ich mir hinterher selber. Aber ich sag mal, ohne einen Bohrständer Freihand bohre ich nicht diese 0,8 mm Löcher hier. Da brechen mir alle 10 Sekunden die Bohrer ab, da habe ich keinen Bock drauf. Also da müsst ihr warten, bis ich das richtige Equipment habe. Tja. Ich experimentiere noch ein bisschen mit meinen Belichtungszeiten und den Ätzchemikalien und sage ansonsten mal halt. Als sage ich noch, man braucht ein bisschen mehr von dem NaOH im Wasser, als in der Anleitung steht. Auch so eine Lehre, die ich draus gezogen habe. Wie dem auch sei, jetzt aber Tschüssing.